Ja, ich glaube, wir können die nicht zusammen. Können wir nicht zusammentun? Müssen da runter drin. Was kriegen die denn? Forderung. Wir bezahlen. Kannst du die jetzt zusammenfügen? Warte mal, hier an Armee koppeln. Ja, ich habe sie jetzt an dir gekoppelt. Jetzt kannst du damit rumlaufen. Viel Spaß mit meiner Armee, Marvin. Wenn du mich nochmal brauchst, melde dich. Payback-Time, Alter. So. Nee, wollen wir aber nicht. Ja, brauchen wir jetzt alles nicht. Also jetzt gerade ist halt wirklich. Es ist gerade, also jetzt ist gerade alles egal erstmal. Alter, das ist ja übel. Der hat den einfach abgemeuchelt, die Drecksau. Da werde ich richtig wütend, Maren. Da werde ich richtig wütend. Weiß nicht, wer es war, aber wütend. Du, meine brauchen aber lange. Meine kommen hinterher. Oh, da sieht's aber jetzt besser aus. Endlich. Oh, das wird ein harter Win. Aber guck mal, du verlierst trotzdem ganz schön viele Einheiten. Holy, Alter, hat der eine krasse Güte. Guck mal. Junge, was ist da für eine. Der hat eine insane Güte, ne? Also was? Mein Sohn wurde ermordet. Der hat nur Paykrieger. Der macht uns nochmal. Was? Der hat einfach 5000 mit 3000 niedergemetzelt. Jo, warum? Marvin, ich glaube, der Krieg. Was will er denn eigentlich haben? Die Fläche da, okay. Ja, der metzelt schon ordentlich, Marvin. Ich bin übel tilt. Also da gibt's auf jeden Fall ordentlich aufs Maul gerade. Holy. Erhält den umkämpften Titel. Haben wir alles ausgebaut? Okay. Du Hurenkind, bevor ich mehr verliere, so kapitulieren. Degawatt. Der hat dich ja komplett gehopst, Marvin. What the Er hat fuck? mich übertrieben gehopst, Alter, was? Meine sterbliche Hülle! Ich bin kurz vorm Tod, Marvin. Rolf Janetical. Boah, Rolf. das zackt irgendwie jetzt Turbo. Jetzt brauche ich zwei weitere. Ich bin ja schon 50, Marvin. Fuck. So, wie sieht's denn eigentlich mit. Der hat einen Krieg. Der hat einen Krieg gegen Finnland. Interesting. Ist da sein Boy mit drinne? Ja, die sind da beide mit drinne. Ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit zu verteidigen. Die mir den richtigen Krieg mit Finnland. Eroberung von Häuptlingstum Akel. Okay. Das will er haben. Verstehe, verstehe, verstehe. So, was ist denn, wenn ich da mal einmarschiere? Warum ist denn der König von Schweden auch immer noch so stark? Das ist doch nicht normal. Junge, das ist ein fucking Kind. Kann ich den nicht auch einfach ermorden? 95%. Komm, den ermorde ich auch noch, Marvin.
Dann bist du so gut im Ränkespiel. Na, mein Dude da ist richtig gut. Aber das ist halt ein Kind. Da hast du halt richtig hohe Wahrscheinlichkeit. Also, ja, Karl könnte auch mehr ermordet werden. Der hat halt übel viele Verbündnisse. So, der König von Schweden ist jetzt nicht so der krasse Ficker. Der mich gerade gebumst hat, weißt du? Der ist was? Also der König von Schweden ist nicht so der krasse Ficker, weil der ist dreist und noch keine Bündnisse hat. Dieser Jarl Karl, der hat ja übel viele Bündnisse. Ist das ein Vasall von ihm? Richtig crazy. Nee. Ja, ein Vasall von ihm. Ein Vasall von ihm? Ah ja, doch, da, der Zänkische. Ja. Der hat übelste Bündnisse. Holy, ja, stimmt. Den könnte ich auch nicht so leicht umbringen. Aber es wäre halt geil, wenn die sich alle gegenseitig irgendwie so ein bisschen... Weißt du, wenn das Königreich komplett auseinanderfällt, das wäre doch nice. Was für ein Krieg bin ich hier jetzt wieder geraten? Dänemark. Wieder gegen den? Aber der hat halt nur 100 Truppen, Marvin. Ja, aber guck mal, hier unten in Dänemark, ich verliere schon wieder, weil dieser Jarl Karl da ist. Ich sehe das nicht, das war mir ausgegraut. Was? Why? Junge, warum bummst denn der dich so hart? Der hat's ja komplett auf dich abgesehen. The shit. Ich greife den jetzt einfach an, komm, der ist noch im Krieg. Ich will hier sein Herzogtum haben. Ich heb hier alles aus. Ich war zwar gerade erst im Krieg, aber das ist egal. Friede. Freude, Eierkuchen mit dem. Irgendwie ist hier nichts Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt wird hier hart geschnetzelt. Die können da ihren Fight machen und ich mache hier meinen Krieg. Das ist so gut, dass ich die jetzt einfach so betraye. Ja, guck mal, da bin ich doch wieder krank verloren. Ich bin wieder komplett gesund. Ja, meinen Verbündeten brauche ich nicht mal. Ich gewinne das auch so. Den Metzeln war weg. Sehr stark. Das wird schon belagert. Sehr gut. Da kann ich die Hälfte nehmen. Ich werde auch belagern. Da oben ist ein Gegner von mir. Albion. Wo marschieren die denn jetzt ein? Ja, komm, sicher ist sicher. Ich rufe nochmal meinen Verbündeten mit rein. Hab ja genug. Nur noch einen Verbündeten. Oh, warte mal, ich könnte meine Tochter verheiraten. Okay, mein Mord ist aufgeflogen. Hatte so eine kleine Chance, dass das auffliegt und es ist aufgeflogen. Crazy. So, ich brauche ein Bündnis. Durch meine Tochter am besten. Mal dem noch einmal Gold schicken. Sollte er doch annehmen, oder?
Jawohl. Sehr gut. So, da haben wir doch ein Bündnis mit Karl, Marvin. Warum nochmal Karl? Na, Karl war der, der dich komplett zerschlachtet. Mit dem habe ich jetzt ein Bündnis. Nämlich meine Tochter mit dem. Seinen Sohn. Übel abgewiggelt. Mit dem im Bündnis zu sein, ist immer ganz gut, glaube ich. Also ich brauche noch ein Land, aber das Problem ist, ich kann nichts davon erobern. Oh, die Folge geht schon übel lang. Ich glaube, ich teile die einfach in zwei. Und das ist einfach so passiert. Folge. Ja, das wären einfach zwei Folgen. Tragödie. So. Kann ich irgendwie Ländereien kaufen? Häuptling Vigus. Geht nicht, nee. Jetzt greift er mich hier nochmal an. Ich glaube, es hackt. Ah, nee, der. Der läuft dann nur davon. Okay. Never mind. Gut, na dann. Gefangene können wir nichts mehr fordern. Der verstärkt schon die Truppen. Alright, alright. Ach, man kann ja auch noch welche einladen zum Komplott. Nee, wir schauen mal. Komplott aufgeben. Ja. Nicht, dass wir da noch irgendwie, dass es da noch rauskommt, dass wir da unsere Finger im Spiel haben. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt werden wir die Schlacht echt verlieren, weil ich hier zu spät komme. Ist doch ärgerlich. Ich hatte schon, ich war 25 vor Belagerungsende. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Warte, was? Warte nur. Was? Marvin komplett perplex. Was ist los, Marvin? Sprich. Bist du schon wieder in den Krieg geraten? Marvin, red mit mir. What happened? Jetzt das eine Stück, das ich von Dänemark haben wollte. Jetzt muss ich mit der Belagerung von vorn anfangen. Das eine Stück, was ich von Dänemark haben wollte, gehört jetzt Schweden, den König Tike. Und jetzt, also um Norwegen auszuheben, muss ich Schweden angreifen. Uff. Habe ich irgendwas Unverheiratetes hier rumzuliegen? So, Bündnis macht. Ich muss gleich mal wieder eine Jagd machen. Muss gleich mal wieder eine Jagd. Am besten jetzt gleich eine Jagd machen. Ich muss mich entspannen, Marvin. Brauch Entspannung. Hier machen wir eine Jagd. Jagd beginnen, los geht's. Ich halt noch zwei Dinge, aber ich. So. Oh mein Gott, nee, das geht nicht. Ja. Es geht nicht. Söldner Anwerbekosten minus. Don't know how. Don't know how? How what? Wie ich das machen soll. Söldner. Und dann müsstest, also du müsstest dann halt kommen. Gegen wen denn? Ich raff gerade gar nichts. Gegen Schweden. Gegen Schweden willst du gehen? Guck mal, es gibt hier Wikin, weißt du?
Ich habe da gerade keinen Kopf für. Marvin. Warum nicht? Weil ich hier gerade komplett. Muss hier erstmal selber meinen Krieg gewinnen. Und dann habe ich Augen wieder für dich. Ist das okay? Alles klar. Das dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern. Also ich nehme jetzt hier die einen. Ich hätte ja schon längst, das war halt so unlucky, dass der dann da angegriffen hat. Ach, das hat mich abgefuckt. Ich meine, der hat ja auch gar keine Truppen mehr. Also gegen was kämpfe ich denn hier? Na doch, gegen 4000 Truppen, aber die kommen halt nicht. Die sind halt woanders. Die kämpfen nicht gegen mich gerade. Die haben ja noch ihren Krieg hier gegen Finnland. Das ist ja denen wichtiger. Der ist aber gleich verloren. Oh shit. Oh shit, der ist jetzt verloren. Fuck, in der Sekunde. So. In der Sekunde habe ich verloren. Fuck. Wo sind denn gegnerische Feinde in der Nähe? Ich gehe doch schon extra weit weg. Eine armselige Feier, niemand ist gekommen, was? What the heck? What happened? Ist jetzt die Jagd komplett fehlgeschlagen? Junge, Alter, was ist denn hier gerade los? Das gibt's doch nicht, Marvin. Kann ich dich jetzt bitte mal auflösen? Immer noch nicht. Junge, ich kann dich nicht auflösen. Jetzt belagert der auch noch meine City, Alter. Ich glaub's nicht. Wird hier schwieriger als gedacht, bin ich ehrlich. Der hat nicht genug Mann, um die einzunehmen, oh mein Gott. Vollkommen lost. Ja! Forderung durchhauen, so ist es. Samisch ist größer geworden. Stabil, Jan. So nämlich. Ach, schön. Jetzt müssen wir wieder ein paar Dinger loswerden. Auflösen, ja. Und. Ah, man kann auch mit anderen plündern. Oh. Warte mal. 50-50, ja, machen wir 50-50. Scheiße. 50-50 verloren. Ach, meine Jagd ist ein richtiger Reinfall, Marvin. Richtig scheiße. Eine Jagd? Naja, die ist richtig kacke. Das suckt aber. Das suckt komplett. Kann ich das nicht meinem Kind überschreiben? Wo ist denn mein Kind? Wer ist denn eigentlich mein nächstes Kind jetzt? Rolf, Alter. Da kann ich das nicht an Rolf überschreiben? Rolf, Junge, ich suche Rolf. Ich hier nicht nach Name, Relevanz, Meinung. Töntje. Ah, der kriegt den Titel. Der ist zwar noch nicht volljährig, aber der kriegt den Titel. Ach, der kann, das kann er bekommen. Okay. So, und dann noch das hier. Vergeben an Rolf. Ja. Okay. Gut. Alle auflösen. Jetzt können wir auflösen. So, Lösegeld bezahlen. Ja, natürlich. Okay, Marvin, so, jetzt bin ich bereit für deinen Krieg.
Hast du einen Krieg? Nee, hast du nicht. Nee, gerade noch nicht. Ich möchte erstmal chillen. Okay. Das ist gut für mich, weil ich muss mich auch erstmal ein bisschen regenerieren wieder. Zu wenig Konkubinen. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Ihr könnt eine Geisel fordern. Nee, wollen wir nicht. Ja, Bündnis aushandeln. Wie? Das ist ja geil. König von Schweden passiert, Alter. Das ist ja übel hässlich. Ihr könnt Jarl Marvingolf von Helgoland vasalisieren. Marvin. Eingliedern. Das Problem ist, dann kann ich halt eben nicht König werden, weißt du? Nee, nee, alles gut. Dann will ich halt echt viel Land. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, ich bin schon ein großes Reich mittlerweile. So ist nicht. Ich habe halt nicht mal einen Mündel für die gemacht, ne? Konkubinenkind. Ach, das war von meiner Konkubine, das Kind sogar, die Tochter. Naja, die hat mir aber ein geiles Bündnis gebracht, also. Habe ich mir gegönnt. So, hat der denn jetzt hier noch ein Bündnis? Der hat doch auch nichts. Kann ich noch einen Krieg vorher machen, Marvin? Oder wie sieht's aus, also? Ja, wie schnell also planst du? Mein Plan ist, ich plane, Gold zu sparen, Söldner zu holen. Ja. So circa. Wobei, so krass werden die dann nicht. Und dann muss ich, also, es hilft nichts. Ich würde das gerne machen, bevor ich tot bin. Meine Gesundheit ist in Ordnung. Ich bin 46 Jahre. So, I guess it's fine. Okay. Dann würde ich mir nämlich noch ein Land holen. Was ist denn hier eigentlich mit dem Großreich? Ja, da brauche ich noch ganz viel. Okay, ja, da wird nur nichts. Wie sieht es mit Finnland eigentlich aus? Wie weit ist denn der Boy jetzt hier? Ja, der ist auch stark. Aber I guess, ich muss noch ein paar Leute an... Ich muss noch ein Kriegsvolk ein bisschen mehr machen. Leichte Reiterei ist halt gut gegen Bogenschützen. Ey. Das ballert. Und zweimal Bogenschützen, einmal Reiterei. Wir haben keine Pikiniere. Okay. Champions. So, da will ich natürlich jetzt nicht meine Söhne drin haben. Verbieten, dass mein Sohn da dran ist. So. Das muss ich jetzt natürlich mal. Muss ich natürlich jetzt hier mal maken. Sonst ist der nächste auch noch RIP. Ja, wir brauchen ja schon mal noch ein Erbe. Also. Ach, guck mal, mein Konkubinenkind erbt zum Beispiel nichts. Also so könntest du es auch machen. Du könntest dann auch sagen, hey, okay, ich habe dann keine Frau mehr. Ich habe dann nur noch Konkubine und dann... Wie? Also, ne, wenn du halt nur noch Konkubinenkinder dann bekommst, dann hast du nur ein Erbe. Dann könntest du sozusagen das auch... Aber gut, dann bist du halt anfällig darauf, dass du gar keine Erbe irgendwann hast und du halt getötet wirst. Das ist auch doof. Ja. Okay. Also. Muss Schweden fallen. Okay, wie willst du Schweden zu Fall bringen? Das weiß ich nicht. Jetzt will er so viel Gold von mir haben, Alter. Also was willst du gegen die machen? Also wenn ich hier jetzt drüber habe, ne, dann haben die gerade circa 7400 und wir zusammen beide und wenn ich meinen anderen Booty noch reinhole, circa 5000. Ja, ich könnte ja auch zum Beispiel Jarl noch reinholen.
Kannst du die dann externe reinholen, die dann nicht für mich sind? Weil ich glaube, das geht nicht. Das geht nicht, okay. Hm. Nee, also wir könnten halt eben noch Söldner. Ja. Nee, nicht als Reuter, nicht. Stopp. Auflösen. Aufhören. Stop it. Get some help. Ja. Ist mein Sohn jetzt hier raus? Ja. Ja, Söldner sind aber auch relativ teuer, ne? So, ich gehe mal nochmal auf die Güte. Die Güte spiegelt die Stärke deiner Armee im Verhältnis zu ihren Truppen wider. Eine Armee, die nur aus Rittern und Kriegsvolk besteht, wird eine hohe Güte haben. Wohingegen eine Armee, die viele Aufgebote enthält, eine niedrige Güte haben wird. Ich habe zu viele Kinder, Alter. Ich verliere den Überblick. Da siehst du, ich wollte doch mein Kind unterrichten. So. In den Krieg rufen. Ja, ruft mich in den Krieg. Ein Führungsüberfall gegen Lothring. Ich auch. Wenn ich das ablehne, verliere ich 350 Ruhm. Oh nee. Dann müssen wir wohl rein da in den Krieg. So, dann sind wir wohl im Krieg. Gegen Lothring. Naja. Dann heben wir doch mal alles aus, was wir hier haben. Und dann geht's wohl ins Kriegchen, wa? Ja. Oh Gott. Das ist ja übel, wack. Das sind doch aber nicht alle meine Einheiten. Das ist der Rest von der Bande, von der Gummibärenbande. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch die Hälfte. Eieiei, das ist ja da unten. Digga, Lothring ist ja 10 Jahre weg. Wirklich. Einfach am ADW. Tatsache. Naja, marschieren wir mal da ein, würde ich sagen, erstmal. Da muss ich mich erstmal nicht drum kümmern. 51 bezahle ich dafür einen Seeweg. Ach du Scheiße, wenn ich das nicht wiederkriege von dem Boy. Junge, Jarl von Schweden. Junge. Aufgebot, Verstärkungsrate, das ist gut. So, aber solange mein Aufgebot ist halt das, was ich jetzt habe, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen um meine Gemeinden hier kümmern. Um Bitcoin. Biton heißt das. Wir nennen es einfach mal Bitcoin. Oh no. Den können wir dann hier eigentlich hinmachen. Nee, kann man nicht machen. Wir können von unserem Sohn 50 Euro verlangen, das ist gut. Scheiße, Mann. Also wenn es weitergeht, habe ich bald nicht mehr so unfassbar viele. Was meinst du? Söhne? Ja, mein Sohn hat Krebs. Ach du Scheiße, Marvin. Junge, du hast 7 Kinder. Ja, ich habe auch den Überblick verloren, wie viele ich... Guck mal, das ist eine ist schon verreckt. Das Kleinste ist, ist ein Konkubinenkind. Das davor ist auch ein Konkubinenkind. Die drei Kleinen sind alle Konkubinenkinder. Genau, also warte mal, dann habe ich... Aber dann ist... Ne, die sind nicht in der Erbschaft. Der schnelle Golf-Häuptling, der erbt doch dann alles, oder? Schnelle Golf, was? Ja, weil der so schnell... Er wurde halt schnell... Oh mein Gott!
Der wurde halt schnell geboren, weißt du? Ich hatte eine Frau, ich das und die jetzt erst ist schwanger geboren. Oh mein Gott, Marvin. Dann habe ich ihn der schnelle Golf genannt. Hier, ich koppel mal meine Armeen. Oh, die sind ein bisschen übertrieben für Lothringen, meint er nicht. Meinst du, ich kann mit meinen mal außen? Wo ist denn hier noch Lothringen? Ist das hier deren Hauptstadt? Du meintest auch irgendwo, sieht man das? Ach, da ist Lothringen. Warte mal. Den will ich ja gar nicht dahin. Dann will ich ja hier hin. Königreich von Lothringen, da wollen wir hin. Der ist ja richtig weak. Der macht ja gar nichts. König Terry, Alter. So, Marvin, das war's aber mit der Folge. Verfügbares Dynastie. Oh ja, das machen wir mal. Heiratsannahme. Oh, Heiratsannahme ist auch nicht schlecht. Da kann man dann nämlich sich irgendwo rein heiraten. Das schallert natürlich auch ganz gut. Chance auf Vererbung von guten Eigenschaften, Schreckenszuwachs, Volksmeinung, Kampfgeschick, Ritter-Effektivität. Wir machen mal Ruhm. Ich glaube, Ruhm ist ganz geil. Weil da habe ich Heiratsannahme 30%, da kann ich ja einfach dann mit jedem heiraten. Das könnte gut sein. Okay, Marvin, ja, das war's mit der Folge. Wir haben auf jeden Fall gut was gewonnen. Alter, mein Reich ist richtig riesig mittlerweile. Bei mir lief's nicht so doll wie bei dir. Nee, bei dir lief's irgendwie scheiße. Besonders hat dir der übertriebenen Babo-Einheit reingegangen ist. Und dann einfach ja, das stimmt. 1000 Truppen weggeäumelt hat. Warte mal, hier ist ja alles tot. Warum ist denn hier alles tot? Ist alles tot und verderben. Gut, Marvin, ich mach mal Pause und wir spielen beim nächsten Mal weiter. Ja, schaltet dann wieder ein. Macht euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Ich werde der König von Norwegen.